Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Order and Chaos Online. Beim letzten Mal sind wir hier in der Metropole Grünberg angekommen und werden diese jetzt komplett untersuchen, mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ich kann sagen, ein Gebiet haben wir tatsächlich schon durchsucht und das ist hier der legendäre Garten, wo wir ja am Anfang des letzten Partes neue Fähigkeiten geholt haben. Das heißt, dort brauchen wir nicht noch einmal hinzugehen. Das habt ihr ja alles schon gesehen, deswegen würde ich sagen, werden wir jetzt mal zum Markt der Beobachter hingehen, der auch hier irgendwo sein soll. Ich folge einfach mal den Menschenmeuten, die da gerade umherlaufen. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ich denke, in diesem Part könnte ich aber durchaus Grünberg abschließen. Und wohin geht's hier, bitteschön? Stiller Pfad. Ich weiß nicht, ist das was für uns? Nee. Das scheint wohl nur für Level 70er zu sein, weil, guckt euch das mal an. Die sammeln sich hier alle schon, wie die Tiere. Deswegen würde ich sagen, schauen wir mal hier nach. Wir müssen jetzt zum Markt der Beobachter laufen, so ist es auch. Tun wir das und, Alter, ist das hier voll. Ihr müsst wissen, oh, es ist gerade Donnerstag, Viertel nach Mitternacht und es ist trotzdem so voll hier und es leckt gerade wie Arsch, Alter, das ist so heftig. Ach ja, Leute. Pünktlich zum Partbeginn, ne, ihr wisst es, Lotterie. Tun wir uns das mal an. Ein Glückskreuz, bam. Ein Glückskreuz haben wir bekommen, kommt ja genau richtig, denn ihr seht ja hier auf dem Boden die ganzen Glückskreuze. Und dieser Typ hier, bei dem kann man die tatsächlich alle ausgeben. Kating, 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 Glückskreuze, gib mir, kating, kating, kating. Okay. Für 10 Glückskreuze, die man sammelt, bekommt man einen Bindungsstein. Bindungssteine sind dafür da, dass man Tiere, die random auf der Overworld rumlaufen, seien es jetzt friedliche Tiere oder auch reitbare Tiere, die kann man mit dem Bindungsstein fangen und zähmen und kann sie für sich nutzen. Nur das Problem an den Bindungssteinen ist, die haben eine Bindungschance von 5%, glaube ich, ist es. Falls das nicht stimmt, könnt ihr mich verbessern. Aber ich sehe gerade, ich habe ja gerade einen. 5%ige Erfolgschance. Herrenlose Reittiere. Mit denen kann man also herrenlose Reittiere fangen. Und das Problem daran ist, 5% sind nicht viel. Das heißt, wenn man 20 Bindungssteine hat, klappt das in der Regel bei einem. Ich habe einmal beim Sumpf der Lindwürmer ein herrenloses Pferd rumstolzieren sehen in einem Sumpf. Und ich habe leider alle meine Bindungssteine verloren und oh, ja, das war aus Versehen. Eieieiei. Ja, das ist halt ziemlich selten, dass man damit ein Reittier fangen kann. Da braucht man schon richtig Glück. Okay? Richtig Glück. Wir haben gerade 4 Glückskreuze, jetzt haben wir 5 und die sind allesamt dort. Okay. Das Geschenk könnte man schon ab Level 15 öffnen. Das dauert bei uns jetzt noch ein kleines wenig. Ein kleines wenig. Ich würde sagen, hallo? Hä? Heiliger Segen klein, dann ist das ein... Hallo? Dann nicht, dann packe ich das halt hier hin, ist doch kein Problem. Meine Güte, ich dachte, das kann man aufeinanderlegen, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Meine Güte hier. Den Bindungsstein transferieren wir auch schnell eben mal da rein. Den brauchen wir jetzt noch gar nicht. Würde ich mal sagen. Was ist hier? Gibt's hier Quests? Nee, tatsächlich nicht. Grünberg ist auch generell nicht so die Stadt, in der man Quests annimmt für Level 13 oder so. Da muss man schon später wieder kommen. Also hier ist wohl, ihr seht's, also das ist hier echt eine Metropole. Hier sammeln sich allesamt Leute, die Level 70 erreicht haben. Ne? Die trifft man auf der Overworld sonst kaum. Überall Level 70er. Überall. Ihr seht es. Die haben meinen größten Respekt, dass die das geschafft haben. Ich bin leider schwach geblieben und hab's nicht geschafft. Aber das ist ja ein Ziel, was wir hier in diesem Let's Play erreichen wollen. Level 70 und mehr. Und von daher gesehen, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ne? Nicht, dass ich dann wieder an der Tränenküste aufhöre, weil es mir keinen Spaß mehr macht oder so. Oder weil ich... Ja, ich hatte tatsächlich noch Spaß an der Tränenküste. Klar, ich hatte noch Spaß, aber irgendwann dachte ich mir, Alter... Ja. Ihr müsst wissen, jetzt mache ich ein bisschen Off-Topic. Ich habe das Spiel tatsächlich gespielt, als ich Praktikum hatte. Und zwar, ich hatte ein Praktikum in einem chemischen Unternehmen gehabt. Wo das ist, ja, soll ich euch das sagen? Keine Ahnung.
ist euch auch im Endeffekt, glaube ich, egal. Im Endeffekt ist es ja sowieso nur ein chemisches Praktikum gewesen, in dem ich im Labor gestellt habe. Und das war so easy, das alles zu machen, so easy, easy peasy, dass ich dann öfter mal in der Pause oder in freien Gelegenheiten bei einem Praktikum, ich bin so dreist, dass ich dann bei einem Praktikum, tatsächlich, waren wir hier schon? Stille Leiter, ist das die Stille? Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir doch schon mal im letzten Part, ne? Warum gehe ich hier dann noch hin? Naja, auf jeden Fall war es im Praktikum so chillig, dass ich da mir alle 5 Minuten das Handy rausgepackt habe, oder ein Chaos angemacht habe und gezockt habe. Bis zur Tränenküste habe ich es geschafft. Und das war easy going. Und da hat auch keiner ein Problem mit gehabt, auch wenn das ziemlich unhöflich rüberkam. Aber ich bin nun mal ein unhöflicher Typ. Von daher gesehen kann denen das ruhig egal sein. Ich meine, das Praktikum war auch echt langweilig, ey. Ohne Scheiß, ich habe da nur gesessen, habe mich da gelangweilt. Ich habe sogar mein Handy da aufgeladen. Ja, ich habe da sogar mein Handy aufgeladen, weil es so langweilig war. Und weil halt dann vom ganzen Zocken das Handy leer ging. Okay, hier beim Markt der Beobachter ist anscheinend keine Menschenseele, der uns eine Quest annehmen will oder so. Suche Vacheron. Vacheron muss doch hier irgendwo sein, oder? Nee, stimmt. Vacheron war ja der im arkadischen Wald kurz vor dem Dings war. Entschuldigung? Ihr wisst es. Kurz vor der Tränenküste. Eine Tränenküste? Nein. Arkadischer Wald, Tränenküste. Sumpf der Lindfler. Hä? Moment mal. Flüsterinseln, ne, stimmt, ich habe euch das Scheiße erzählt. Ich habe nicht an der Tränenküste aufgehört, sondern bei den Flüsterinseln. Oder wenn ich gerade eben Flüsterinseln gesagt habe, dann meinte ich das auch. Ich habe an den Flüsterinseln meine Motivation verloren, dieses Spiel zu spielen. Ja, und ich habe das halt im Praktikum so ausgenutzt, da jedes Mal das Handy rauszupacken, und das war total unhöflich von mir, und ich bin so ein Arschloch. Hier ist auch keiner, der uns was geben will. Schade. Naja, der Part ist sowieso hier nur dazu da, um euch Grünberg zu zeigen. Falls euch das nicht interessiert, könnt ihr gerne jetzt wegschalten, und im nächsten Part machen wir dann weiter mit den Quests, die es noch zu erledigen gilt. Wie gesagt, Vacheron suchen. Der ist ja kurz vor der Tränenküste. In diesem Gebiet, wo wir auch die ganzen anderen Quests angenommen haben, bevor wir hier rüber geschippert sind nach Grünberg. Genau, das war der Typ hier. Und Post. Wo sollen wir das denn hinbringen? Unser tapferer Kurier wurde von irgendwelchen großen Tieren zerrissen, und ich finde niemanden, der bereit ist, die Wildnis zu durchqueren. Die Depeschen und andere Sendungen türmen sich schon. Mir fällt nur einer ein, der die Arbeit übernehmen würde. Brand. Aber der ist natürlich nicht hier. Jemand müsste ihm den Brief mit dem Stellenangebot überbringen. Ja, wo ist denn das? Steht da was? Ob wir diesen Brief irgendwo in der Tränenküste abgeben sollen, ich weiß es nicht. Und könnte dieser Cursor bitte aufhören, so rumzuspacken? Habt ihr das auch manchmal, dass der Cursor einfach rumspackt? Oder ist das nur bei mir so? Ich habe das Gefühl, das ist nur bei mir so. Das ist total kacke. Alter, das ist alles nur hier, das sind alles bestimmt Sachen, die für uns gar nicht relevant sind. Ja, schaut mal da, 150 Gold, hier sind wir komplett falsch. Hier haben wir nichts verloren. Wir sind hier sowas von falsch. Da seht ihr, Grünberg ist die Stadt der Level 70er. Wir haben hier nichts verloren. Eigentlich. Aber hier war doch irgendwo so ein Typi, dem wir doch hier irgendwo eine Quest abgeben sollten oder bei dem annehmen sollten. Aber wenn das nicht so ist, und was macht ihr da? Ihr Turteltäubchen, seid ihr am Rumknutschen? Ist das hier das Rumknutschriff? Ne, die tanzen nur. Ja gut, dann lasse ich euch tanzen, ihr zwei Turteltäubchen. Hat keiner gesehen. Ich würde euch niemals verraten. Bitte, Cursor, macht doch keine Scheiße. Das Stadttor. Ich kann es euch ja mal zeigen. Meine Lieben. Da ich euch ja so gut wie alles von Grünberg zeigen möchte, ich bin jetzt auch nicht so der Grünberg-Veteran. Ich kenne mich ja auch nicht so gut aus. Ich weiß nur, das Stadttor führt wieder raus zum arkadischen Wald. Aber das werdet ihr auch jetzt sehen, dass da eine kleine Sequenz kommt, oder? Richtig. Da wird ganz kurz der arkadische Wald nochmal geladen. Denn der arkadische Wald ist unabhängig vom Grünberg.
Obwohl es im selben Kontinent ist, nur hier, die Stadt ist anscheinend so groß, dass das alles nochmal neu geladen werden muss und sowas. Ihr seht's, jetzt sind wir wieder hier im arkadischen Wald, die typische arkadische Waldmusik spielt und da ist ja tatsächlich jemand, der uns eine Quest geben will. Hallo. Brent, ein Brief von Benedikt, ich habe mir schon Sorgen gemacht, danke. Okay, gut, die Quest hätten wir jetzt doch noch geschafft. Gebracht hat die uns zwar so gut wie gar nichts, aber er hat auf jeden Fall den Brief bekommen. Das freut uns ja, dann haben wir wenigstens die Quest erfüllt, auch wenn es nur für ein paar Silberstücke war, aber ihr wisst, ich löse hier gerne alles zu 100% oder so gut wie alles. Ich kann jetzt auch nicht jeden Quest-Tiny sehen und so weiter. Aber auf jeden Fall, ihr seht, ich kann immer die Map aufschlagen und ihr seht, wir sind bei Grünberg schon fast bei diesem Zeitlager. Ich kann das gerade nicht lesen, weil ich einen Knick in der Optik habe. Ayumokos oder sowas. Oh mein Gott, ist die Schrift klein. Warum muss denn die Schrift so klein sein davon? Ohne Witz. Ariumkas, irgendwie so. Da waren wir auch schon mal, nur das war für uns auch nicht relevant. Das ist wahrscheinlich auch für Level 70er und höher oder, ne, was heißt höher? So ein bisschen leicht drunter und so, aber im Endeffekt, Grünberg ist für uns jetzt nicht die Anlaufstelle. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal so ein bisschen rein und ich denke auch, ich habe euch das meiste gezeigt. Da war ja gerade eben dieser stille Pfad, aber das sind alles Sachen, die brauche ich euch jetzt gar nicht zeigen, weil es für uns jetzt noch nicht alles so relevant ist, ne? Falls euch das stört, dass ich euch das nicht zeigen werde, dann tut's mir leid, dann schaut es bei anderen Let's Plays nach. Es gibt ja so schon die ein oder anderen Let's Plays davon. Da kann ich euch schon die werten Herren ans Herz legen, die hier schon Level 70 sind und höher. Was heißt höher? Es geht doch nur bis Level 70. Ich bin so dumm. Naja, also ihr seht, Grünberg, die Metropole, schlechthin. Und ja, mehr gibt's ja auch nicht zu zeigen. Ich habe euch so gut wie alles gezeigt. Das meiste jedenfalls. Ihr wisst jetzt, wo man die Glückskreuze abgeben kann, was die für einen Sinn haben. Dass man die für die Bindungssteine einsetzen kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zum Schluss des Partes hoch. Zum Markt der Beobachter und porten uns dorthin, wo es im nächsten Part weitergehen wird. Apropos, wie komme ich denn jetzt da hin? Ach stimmt, das war hier der Weg, ne? Kann das sein? Ja, genau, straight hier hoch über die Brücke. Über den Pfad der Stille oder so, wie das hieß. Ne, stiller Pfad. Ja, richtig, richtig. Ach komm, weißt du was? Ich gehe einfach mal mit euch da rein. Weil ihr es seid. Cool. Okay. Ihr seht, wenn ich jetzt da reingehen würde, würde da Folgendes stehen. Hallo? Okay, dann da steht da halt nichts. Ich dachte, das wäre so ein Porter. Irgend so ein Teleporter für Level 70er oder so. Aber ihr seht, wir haben hier echt nichts verloren. Wir sind hier echt falsch. Ja, das ist ja nicht unser Gebiet hier. Hier können wir quasi noch nichts machen. Würde ich jetzt mal spontan sagen. Und Alter. Wo geht's hier lang? Das würde ich jetzt schon noch gern wissen. Auch alles nur Verkäufer und sonstiges dergleichen. Das ist nicht für uns relevant. Wir werden wiederkommen zum Ende des Let's Plays. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Parts ich jetzt bis zum Ende dieses Let's Plays hier brauchen werde. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin jetzt gerade bei Part, ich glaube, 15 müsste es sein. Ja, es müsste Part 15 sein. Und ich bin kurz vorm Abschluss des ersten Kontinentes. Und wenn ihr mal so drauf rechnet, dass ich so 20 Parts für jeden Kontinent brauche. Ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich als Mensch jeden einzelnen Kontinent bereisen. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne sagen, ob wir jetzt noch als Mensch noch in das Mendelland gehen oder wie das Gebiet hieß. Mendeldorf und so weiter und so fort ins Unterreich. Ob wir das alles noch machen und so, das weiß ich ja nicht. Ob wir bis dahin schon Level 70 erreicht haben oder so, das weiß ich nicht. Also ihr müsst wissen, der Arkadische Wald ist das Startgebiet für den Menschen. Und das Mendeldorf ist das für das der Mendels, glaube ich. Das macht Sinn. Und so weiter und so fort. Aber das werden wir auch noch alles dann im Laufe des Let's Plays erfahren. Und ich glaube echt, dass dieses Let's Play hier
unendlich lange gehen kann. Die Playlist auf YouTube geht ja nur bis 200, aber dann würde ich sagen, macht man, ich weiß nicht, je nachdem, wie ich Bock habe. Aber ich habe momentan echt Bock auf das Spiel. Ich nehme es immer ziemlich gerne auf. Das kann ich gerne, das sage ich euch. Es macht Spaß, das aufzunehmen. Wenn die Technik nicht so oft rumspacken würde, wäre es viel besser. Und wir porten uns jetzt zum Windmühlenhof. Denn dann sind wir kurz vor dem Ende des Arkadischen Waldes, wo wir dann auch den vielleicht schon in diesem Wochenende verlassen. Wir schauen mal, wie das morgen ausschaut. Aber ich bin noch guten Gewissens, dass wir das schaffen werden, weil mehr gibt es hier auch definitiv nicht mehr zu schauen. Von daher gesehen passt das schon recht gut in den Kram. Gut. Nee, aber ich bin echt unschlüssig darüber, wie viele Parts dieses Let's Play haben wird. Es kann echt sein, dass dieses Let's Play hier so wie Gronkhs Minecraft werden wird mit über 1000 Parts. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall könnt ihr euch auf ein langes Let's Play einstellen. Ich meine, wir sind gerade in Part 15 und haben erst Level 13 erreicht. Und das ist noch lange auf dem... Das ist noch lange am Anfang. Ziemlich lange. Also ich habe auch hier anscheinend ein paar erfahrene Zuschauer am... die hier gerade zuschauen. Und ich komme hier gerade wahrscheinlich wieder übelste Noob rüber, weil ich hier gerade so tue, als würde ich voll erfahren über das Spiel reden, obwohl das nicht so ist. Aber ich kann sagen, wir sind noch lange nicht am... Wir sind noch lange nicht in der Mitte des Spiels oder sonst was. Wir sind noch ziemlich nah am Anfang und hier kann man immer noch eine Quest abgeben. Das müsste hier Vacheron sein, oder? So sieht's aus. Hi, wer zur Hölle bist du? Bist du auch hier, um mich der Entführung Fürst Fauranuts zu bezichtigen? Hello. Suche das Gebetsbuch der Schatten. Ah ja, das mysteriöse Symbol. Bist du hier, um mehr darüber zu erfahren? Entschuldige meine ruppige Begrüßung. Fürst Fauranul ist verschwunden und seine Anhänger sind davon überzeugt, dass ich ihn entführt habe. Manche Menschen oder manche glauben sogar, ich hätte ihn getötet. Und das alles nur, weil ich gegen seine Steuern protestiert habe. Jetzt erheben sie sich gegen mich und greifen meine Männer an. Ich möchte mich zurückschlagen und doch, aber was soll ich denn tun? Ich werde nicht zulassen, dass eine Bande hitzköpfiger Loyalisten mich und meine Mannen? Naja. Für etwas hängt, was wir nicht getan haben. Es ist unglaublich. Ich habe mein gesamtes Leben in den Dienst dieser Provinz gestellt und nun behandelt man mich plötzlich wie eine Verräterin, nur weil ich es wagte, die Politik des regierenden Fürst zu hinterfragen. Wie dem auch sei. Du bist also wegen des Symbols hier. Ich habe eine Spur für dich. Geh nach Nordosten, um den Pöbel nicht in die Hände zu fallen. Nach einer Weile wirst du eine Ruine erreichen. Zerstörte Säulen und Mauern. Ein Schäferjunge kam heute Morgen zu mir und erzählte, dass er dort eines Nachts eine Versammlung von Fremden in ungewöhnlichen Gewändern beobachtet hat. Er erwähnte ein merkwürdiges Raunen und unheimliche Gebärden. Schau dir diesen Ort bitte etwas näher an. Wenn du etwas findest, bring es bitte hierher. Das machen wir. Und wo ist das? Ach, dort oben, okay. Gut, jetzt macht dieses Gebiet nämlich auch Sinn. Okay, Leute, dann würde ich sagen, für diesen Part haben wir das Nötigste erreicht. Ich habe euch Grünberg, ich würde sagen, fast vollständig gezeigt. So gut, wie es eben geht. Und im nächsten Part schließen wir dann die letzten Quests des Arkadischen Waldes ab und gehen vielleicht schon zur Tränenküste. Also Leute, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis morgen. Haut rein. Ciao.